So, Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir werden aber diesmal nur häckseln. So. Weil wir das Häckselgut brauchen. Aber wie gesagt, du kannst gerne rüberkommen mit deinem Hänger. Da muss ich nachher nicht immer warten, bis der Eddie Abfähr weg ist und wieder zurückkommt. Das wird schon Sinn machen, Dennis. Dennis, hat wieder so ein Mikro aus? Oder nein. Nee? Was hast du für ein im Gebrauch, Eddie? Ein 7250. Ein TDV 7250 Vario. Bedeutet's. Ah, in echt sind die Gespanne auch richtig geil aus, die Vario. Hm. Ja. 90, 91. Aber sicher nicht ganz billig. Nee, das nicht. Ja. Ja, viel mehr als die Standard-Edition kosten sie auch nicht. Ja. Aber sowieso, die Trecker sind nicht gerade billig. Hm. Natürlich mit dem Fendtlich zu vergleichen, aber. Okay. Voll. Einmal den Case. Fahren alle die Trecker. Keiner bleibt stehen. Mal gucken, ob ich hier drei Hänger hintereinander anhängen kann. Ah, drei Hänger, sehr, sehr. Ja, schlecht wär's nicht. Ja, ich mach jetzt gerade mal hier das Hafer. Wo soll ich das hinbringen? Was? Oh, fuck. Das Hafer. Das Hafer. Lager. Lager, ja. Ist das hier oben ein... Gibt's hier oben ein Lager? Ich glaube, dass das ein Lager ist. Aber nicht, dann ist für die Viecher, ist auch kein Verbrechen. Ne? Oh, den nutze ich. Den Case Puma und dann den ich jetzt gerade dran habe und Ladewagen. Die kriegst du nicht alle aneinander. Erstens, der Ladewagen braucht eine Zapfwelle und der Tank eine Kupplung. Raus. Den Ladewagen kommt auch am Ende. Da brauchst du trotzdem eine Zapfwelle, die du nicht hast. Ja. Ah, okay, oder hier vielleicht bei LS geht's vielleicht, keine Ahnung. Also, der Freezy hat es gemacht. Naja, vielleicht geht's nicht zum Aufsammeln, aber zum Beladen. Aha, ja, aber wird nicht hier angenommen. Ah, dann muss es verkaufen. Sowieso zwei Tandem-Anhänger oder sowas aneinander habe ich auch noch nie so rumfahren sehen. Ja. Wenn dann kommt da ein Tandem vor und ein Drehschemel hinter. Weil sonst ist mit der Dex, ja, hast ja gar keinen Wendekreis. Wow, bin schon wieder voll. Geil. Bist du schon wieder am Weg zurück, Eddie? Jo, ich bin schon wieder bei dir. Ah. Na dann. So. Bin nur überlegen, ob wir nicht rechts vorher das Feld fertig machen. Okay, also erst rechts. Mhm. Gut. Ja. Ciao. Oh. Schön. Boah, Frost. Eieiei. Boah. Mal, ein bisschen was bleibt vielleicht liegen, nicht so tragisch. Ah ja. Kletterstück im Boden. Sonderangebot, ja, genau. Nachfrage bei der Metzgerei für Rind. Oh, mein Name wäre fertig. Warte mal. Wir haben sicher drei nur. Aber die drei verkaufe ich eben fix. Na gut, mach das. Überleg nur kurz. Ah, hier ist schon mein Trailer. Ja, checken wir mal, ob das hier jetzt einfach geht.
Ich würde sagen, jetzt kommt das Problem wieder. Na, also wenn da nichts geändert würde, dann muss es so gehen. Hier an dieser Stelle. Okay. Spannung steigt. So. Ist auch ein schöner Tracker, der 312er. Wie gesagt, wenn nichts geändert wurde. Es hat nur die Frage, wie weit. Ein Viecher kommt rein. Put, put. Warte, irgendwas habe ich jetzt übersehen. Ah, aber hier ist ehrlich ein Trigger, sowas nicht. Auskippen? Wieso auskippen? Willst du ein Auskippen dran? Na, wieso steht da oben auskippen? Warte mal. Ich glaube, das ist hier gerade spiegelverkehrt oder so. Ach so, ja. Wieso steht da auskippen? Ah. Hier ist auch. Ja, geht's? Ja. Haben wir Schlachtreife? Ja. 2 Stück. Kommt. Kommst du drauf oder wollen sie nicht? Wollen sie nicht. Jetzt. Machst du da im Stall, Dennis? Wo hast du? Wo? Ah. Ja, fahren wir da mal rüber. Wackelt wie blöd. Heftig. Der Beifahrer, das Teil? Leider nicht. Ja, schade. Eigentlich, das ist eigentlich so ein Skript, das sollte überall verbaut sein. Das wäre ja eine Ahnung, den Herrenentwicklern. Weil es kann nicht so schwierig sein, dieser saugeiles. Das ist garantiert nicht schwierig, also das kriege ich sogar noch hin. Also das ist. Ja. Das ist eine Arbeit von 5 Minuten, das Teil einzubauen. Ja. Aber ich glaube, nur Vermutung, ich glaube, dass sowieso drin ist. Nein, glaube ich nicht. Na, schauen wir mal, sehen wir dann eh. Aber fragen werde ich trotzdem, ob das möglich ist, dass man das überall einbaut, in die Geräte. Das wird einfach extrem cool. Aber wenn es dann auch irgendwie nicht so wie auch Dodge... Mähdrescher, wäre auch richtig nice. Ja. Aber wenn es dann nicht, da nicht so wie so ein Dodge, der... den Geländerwagen, den es jetzt im Moment hier gibt, zum Beispiel ein Bulli oder sowas, das wäre eigentlich geil. So ein ja. Kannst du seine Leute mit rum transportieren, das wäre irgendwie geil. Wenn du die verkauft hast, kannst du mal sagen, Carver, ob du genügend Geld hast für einen weiteren. Ja, das glaube ich nicht, aber schauen wir mal. Och, doch, 2 Euro haben wir. Warum nimmst du nicht ein Mengele? Meinst du den Laderwagen, klackernder Silage? Der ist Stroh. Nein. Drin. Achso, drin. Ja, okay, kannst du. Strohlager gibt's nicht, ne? Aber haben wir nicht eins draufgeladen? Ein OPK. Mhm. Geht aber nicht zu platzieren. Mhm. Das finde ich scheiße. Gucken, wo seid ihr am Häckseln? Unten. Oder? Hm. Ach nö. Ach Mensch, geh doch hin. Boah. Tja, was haben wir jetzt? Auskippen? Ja. Wow. Ich habe eins rausgefunden. 5855. Aber. Dieser Marschall ist Schrott. Warum? Weil die Katze nicht dranhängen. Wo dran nicht dranhängen? Nee. Den anderen Trailer, an diesem Farmtisch. Bitte, Eddie. Oh, jo. Sorry.
Ja, Farmtech, weil das, weil der Marshall eine Ringkupplung hat, ich meine eine Kugelkopf hat. Und da hinten an der Marsch, der Farmtech hat nur eine Dings. Kugelkopf. Schrott. 14.500. Kannst du noch leihen? Komm her mit deinem Trailer. Okay, egal wie groß er ist. Ja, ich kaufe jetzt einen vierten oder fünften Trailer, das macht mir ganz Sinn. Halt. Hast du recht. Ja, komm einfach mit dem größten her und. Wäre dieser Farbentisch. Ja, dann. Auch Kleinvieh macht Mist. Jo. Vor allen Dingen der Weg zur BGA ist ja dann nicht so extrem weit. Nö. Bis ich wieder da bin, dann geht das schon. Ja. Dann melde ich schon meist schneid weg wie der Kahn. Das werden wir als nächstes kaufen. geben tut es sicher. Mhm. Die Camper-Geschichten zum Beispiel. Ja, schöne Schneidwäsche. Ja, genau. Das werden wir sicher als nächstes kaufen. Bis dorthin haben wir sowieso, wenn wir die zwei Felder mit Stroh weg haben und das dann in die BGA verfüttern, da haben wir ja sicher wieder Geld. Ja. Wir werden trotzdem schauen, dass wir zuerst den Kredit wegnehmen. Verdienen. Ja, ich würde mich freuen, wenn es beim LS15, gerade beim Häcksler, dass man die Pipe selber drehen muss. Boah, so. Das glaube ich überfordert einige inklusive mich. Das war so geil. Wenn die Pipe selber drehen, wird mir sehr gefallen irgendwie. Das ist schwierig, ja, aber trotzdem ist eben geiles Feature irgendwie. Einstellen wäre geil, wenn du das einstellen könntest, ob du das selber drehen möchtest. Ja, oder genau. Weil dann, es gibt ja jetzt auch schon so Real Life eine Häckselautomatik, dass er automatisch den Wagen anpeilt, dass er mal die Mitte hat. Dass er, dann geht auch schon die Pipe automatisch. Okay. Was braucht der Wagen? GPS? Nein. Ich weiß gar nicht genau, aber ich glaube, der braucht gar nichts. Er scannt ihn von oben irgendwie ab. Und dann sagte die auch, ja, jetzt ist der Wagen voll, jetzt ist der Wagen leer, weißt du? Lol, okay. Das, wie ich gesehen habe, hat es noch nicht ganz super funktioniert, aber es gibt das. Du brauchst eben auch, musst das alles einstellen. Ja. Ah, komm, da schaut der Kollege. Oh, ein bisschen weiter weg, was hat's fixiert? Das Rohr auf mich. 85% habe ich. Ja. Ja, 2 Minuten nur noch. Muss ich einmal mit dem Hund gehen? Brauchst du einen Hund? Mhm. Muss ich gar nicht. Okay. Hoffentlich darf ich mir die Klimaanlage installieren. Wie, was? Klimaanlage. So. Nein, ein Zimmer. Naja, das 9900 sind die, ja, das sind die Dinger, die man fest installiert. Hm, war gar nicht so schlecht, ne? Nein, naja, die sind super. Aber die musst du halt der Vermieter erlauben, ne? Das kann nicht einfach da. Das ist zwar nicht so riesig und so, aber trotzdem muss er das der Mieter erlauben. Da musst du ein Loch in der Wand machen, ne? Ja, aber nur 12 mm oder 16 mm noch. Ah. Also nicht wahnsinnig. Die Welt. Na. Hm. Das ist nicht. Aber so wäre schon was Schönes, ne? Ja, ohne den weiß ich nicht mehr, weil es ist jetzt schon das erste Mal so, dass wir 34, 35 Grad haben und es ist jetzt schon nicht zum Aushalten. Aber Ventilator hast du wohl, ne? Ja, geht ja nicht mit dem Mikrofon. Das ist ja. So. Das ist ja Käse. Das kann ja nichts. Kann ich mir ja kein. Wenn du dann Videos machst, ich meine, jetzt mache ich schon nur mal das. Ja, jetzt mache ich schon nur mal das Nötigste an Videos so, weil ich es schon hasse aufzunehmen. So. Aber ja, ich brauche Klima, das ist fix. So, wurscht. Mein Hund so dort. Und folgerechtlich werde jetzt die letzten 20 Sekunden einfach kürzer machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!